Ja, heute Morgen soll es um die Worte Jesu gehen. Und da ist Kraft dahinter. Diese Worte, die verlangen eine Antwort, wenn sie auf Menschenherzen treffen. Und das Wort Jesu ruft uns. Wir schauen uns da die Geschichte Fischzug des Petrus an und sehen dann, wie Petrus angesprochen wird von Jesu Worten. Das ist in Lukas 5, Verse 1 bis 11. Ja, Petrus war zusammen unterwegs mit anderen Fischern. Sie haben in der Nacht gefischt, haben das Netz ausgeworfen und haben nichts gefangen. Dann haben sie die Netze wieder ausgeworfen und wieder und es war kein Fisch drin. Trotz ihrer Erfahrungen, die sie gehabt haben, nichts haben sie gefangen. Und Petrus war erschöpft und frustriert darüber. Und vielleicht gibt es heute auch Zuhörer, die erschöpft sind, die einfach Verschiedenes probiert haben, aber letztendlich war kein Erfolg dabei. Und in diese Situation hinein kommt Jesus zu dem Arbeitsplatz zu Petrus. Er kommt zum See Genezareth und das sind viele Menschen, die ihn hören möchten. Und ja, wir dürfen dankbar sein, dass wir jetzt heute Morgen, dass wir die Bibel haben und dass wir heute Morgen ja, das Wort Gottes hören dürfen, dass wir uns damit beschäftigen dürfen. Ja, danach steigt Jesus zu Petrus ins Boot und er bittet ihm, ja, fahr doch ein Stückchen weit raus. Und Petrus erfüllt die Bitte, das ist sein erster Gehorsamschritt. Er reagiert auf diese Bitte. Und er stellt also seinen Besitz, sein Boot, seine Zeit und seine Kraft zur Verfügung und fährt er einfach raus. Und er bringt so ja, Jesus in eine Position, wo er die Volksmenge besser sehen kann und wo die Volksmenge vor allem ihn besser sehen und hören kann. Dabei unterstützt er auch ja, den Willen Gottes, den Gott, der Vater, Jesus gegeben hat. Er suche die Verlorenen und sprich sie an. Ja, jetzt möchte ich fragen, inwieweit lassen wir uns darauf ein, dass Jesus in unser Boot steigt, dass wir Jesus nahe sein möchten. Wie weit lassen wir uns darauf ein? Jesus kennt unsere Situation und er weiß, wie es uns geht, ob wir vielleicht gerade auch geschwächt oder zerschlagen sind von den Misserfolgen des Alltags oder ja, ob es einfach Schwierigkeiten gibt, Belastungen jetzt im Moment gerade eben in dieser Zeit in irgendeiner Art. Und er weiß auch, wer gerade jetzt einsam ist, wer krank ist, wer vielleicht auch Trauer hat. Und es ist gut und weise, so wie es Petrus gemacht hat, einfach ein Ja zu sagen, wenn Jesus fragt und sich einfach zur Verfügung zu stellen, in seinen Dienst zu stellen. Ja, Jesus spricht dann zu der Volksmenge aus dem Boot und wir wissen also nicht, wie viel Petrus da wirklich mitbekommen hat. Vielleicht war er einfach noch dabei, nachzudenken über die Erlebnisse in der Nacht, über den Misserfolg, dass sie da nichts gefischt haben. Und andererseits, vielleicht haben die Worte vielleicht auch ihn schon darauf vorbereitet, für den nächsten Schritt auf Jesus hin. Und für uns stellt sich da dann wieder die Frage, ja, inwieweit nehmen wir uns Zeit, also in der Bibel zu lesen und Gottes Worte zu hören, um uns da einfach weiter prägen zu lassen. Und werden wir durch die Worte der Liebe, aber auch durch die Worte, die Jesus dann also oft so deutlich sagt, durch die Deutlichkeit angesprochen. Als Jesus mit seiner Rede fertig ist,
Der Beauftragte, ein Petrus in dem Vers 4b, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Jetzt spricht Jesus Petrus direkt an, persönlich an. Und er gibt ihm den Befehl, ja, geh nochmal raus zum Fischen. Obwohl, ja, die schlechte Erfahrung und die Ermüdung, ja, einfach in seinen Knochen noch steckt von der Nacht. Und vielleicht kämpfen jetzt innerlich bei Petrus, ja, Vernunft und Stolz, aber auch Demotivation miteinander. Und ja, aber dann bewegt sich was, dann kommt irgendwo ein bisschen Hoffnung auf und Petrus meint dann, ja, du Meister, du weißt es besser. Und dann spricht er zu Jesus in Vers 5, auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und er demütigt sich und glaubt. Und das ist sein zweiter Gehorsamsschritt. Er gibt sein Vertrauen. Und so handelt Jesus auch in deinem Leben. Er spricht dich persönlich an mit seinem Wort aus der Bibel und er spricht in deine Situation hinein. Und du kannst jetzt entscheiden, ja, handle ich nach dem, was Jesus sagt oder nicht? Also du kannst dich für oder gegen Jesus entscheiden. Und Jesus redet und Petrus handelt. Und ja, er nickt jetzt einfach nicht nur mit dem Kopf und denkt, ja, das stimmt schon, was Jesus sagt, aber ja, ich mache das jetzt später, ich verschiebe das jetzt einfach, was Jesus gesagt hat. Sondern er tut's und er tut's gleich. Und das Unglaubliche geschieht. In Vers 6 sehen wir, und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fisch und ihr Netz begann zu reißen. Also es erscheint so, dass die Fische so mühelos einfach in das Netz reingegangen sind. Und Jesus, ja, er segnet es, weil Petrus sich da einbringt. Und so ein Erfolg, wie ihn Petrus und die anderen Fischer noch nie gesehen haben. Und Jesus gibt nicht nur ein bisschen, sondern er gibt in der Fülle, er gibt im Überfluss. Und ja, das ist einfach so ein Anfang des Lebens, den die da gemacht haben. Und Petrus ist jetzt materiell gesegnet. Und er könnte jetzt sagen, ja, jetzt gehe ich einfach wieder zurück zu meinem Alltagsleben. Und da ist aber eine Gefahr dabei. Es ist da die Gefahr dabei, ja, einfach diese Segnungen, diese Dinge, die wir von Jesus bekommen, einfach nur weltlich zu benutzen und ja, dann einfach Jesus dann nach dieser Segnung wieder zu vergessen, weil das Problem ist ja dann gelöst. Und diese Segnung ist aber nur zeitlich begrenzt. Petrus aber, der bleibt also nicht an diesem Punkt stehen. Und Petrus sieht die unbegreifliche Macht von Jesus und sieht im Kontrast sich dagegen seine Machtlosigkeit. Ja, Jesus wusste, wo die Fische sich befinden und er weiß auch, ja, wo sich unser Herz befindet. Er schaut in unser Herz hinein und er weiß, wie es bei Petrus und bei mir aussieht. Und vor Jesus kann man sich nicht verstecken. Petrus erkennt seine Distanz zu Gott und kennt auch seine Sündhaftigkeit. Er erkennt seine Verlorenheit. Jetzt möchte ich fragen, ja, muss man sich da einfach wegen dieser Distanz vor dem allmächtigen Gott, muss man sich da fürchten? Jesus kennt unsere tiefsten Details und ja, wird er Rechenschaft von mir fordern? Wird er vielleicht dann das, was irgendwo verborgen ist, nach außen bringen? Ja, Petrus hat jetzt Angst. Aber dann kommt der Schöpfer der Welt und sagt zu ihm, fürchte dich nicht. Wenn man erkannt hat, dass Jesus diejenigen sucht, die ja, ihre Sünde erkannt haben und die Hilfe haben möchten von Jesus, dann ist er da und schenkt
Gnade und Vergebung und zeitlich unbegrenzt. Ein großes Vertrauen entsteht dann und eine große Freude und auch die Bereitschaft, mit Jesus neue Wege zu gehen. Und genau da hinein spricht Jesus in Vers 10 am Ende: Von nun an sollst du Menschen fangen. Fangen Menschen für Gottes Reich, das heißt auch Schätze sammeln im Himmel. Und das heißt aber nicht, dass wir unsere Errettung dadurch verdienen würden. Und dadurch verdienen müssen. Und Petrus lässt also sein vertrautes Boot zurück und er übergibt sein Leben Jesus. Und das ist der dritte Gehorsamschritt. Er übergibt sein Leben. Und von nun an fängt ein neues Leben an von Petrus. Er ist dankbar und er ist einfach überzeugt von Jesus und folgt ihm nach. Und so wie bei Petrus zu diesem Zeitpunkt sind Menschen mit einer neuen Gesinnung, die alte Dinge verlassen, die neue Wege beginnen mit Jesus, der uns führt und leitet und die sich dann also auch für Gottes Reich einsetzen lassen und egal, wo Gott sie hinführt. Zusammenfassend möchte ich sagen, Jesus sucht Menschen und spricht sie an. Jesus geht verschiedene Schritte mit uns und je nachdem, wie wir darauf reagieren, da führt er uns einfach weiter. Und Petrus ist bereit und antwortet Jesus mit dem richtigen Verhalten und kommt Jesus immer näher. Und wir sahen da die Gehorsamsschritte, zunächst mal eine Reaktion, dann auch das Vertrauen, das er weitergibt und dann die Lebensübergabe. Und nehmen wir uns doch ein Beispiel an dem Verhaltensmuster von Petrus. Das wird gut für uns sein. Amen.